Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir die Spartaner angegriffen, haben denen ordentlich schon was abgeknüpft. In der heutigen Folge geht's weiter und wir wollen noch nach Larisa vormarschieren. Ich habe aber noch Sorge um Cosentia, wenn ich ehrlich bin, weil dort sich gerade zwei Fullstacks sammeln von den Spartanern, eine weitere Armee aufgebaut wird und noch eine kleine Mini-Flotte da ist. Wird lustig. Aber wir haben auch in derselben Zeit natürlich, wie soll ich sagen, unsere Flotte weiter vorbereitet. Könnte man sagen, ja doch. Unsere Flotte ist schon relativ groß mit 10 Schiffen dann nächste Runde. Das ist auf jeden Fall ordentlich und da freue ich mich drauf, wie wir uns dann schlagen. Und jetzt müssen wir gleich mal schauen, ob die in Pella oder in Larisa irgendwie noch Soldaten haben. Nicht, dass sie noch eingreifen und uns attackieren dann später. Aber wir werden definitiv, ich werde jetzt definitiv Larisa angreifen, weil es wahrscheinlich die einfache Methode wäre für mich. Einfach dort einzugreifen, aber na gut. Wir rekrutieren noch weiter unsere Flotte nebenbei, die wir definitiv brauchen später noch, um im Mittelmeerraum weiter zu dominieren. Und da kommt eine spartanische Armee. Ja, da bewegt sich Tatsache was. Wie ich gesagt hatte. So. Und gegen diese Fullstack dürfen wir nachher jetzt auch kämpfen, Leute. Das wird geil. Sparta auf offenem Feld bezwingen. Der verlorene Sohn, General. Scheiße, hab ich schon wieder vergiftet hier. Ich könnte ihn höchstens hier an dieser Brücke erwarten. Man könnte ja auch hier durchgehen. Wir gehen ihn befestigen. So, drüben kommt eine kleine Mini-Armee. Die ist nicht weiter gefährlich. Wobei, Epidamnos könnte leiden. Nee, wir haben da schon unsere Armee drin. Perfekt. So, Pella ist leer. Ist gut, unsere Kultur macht sich auch schon langsam breit hier. So. Perfekt. Oh, wir haben den Brunnen vergiftet. Aus Versehen. Gut. Auch nicht weiter schlimm. Die Flotte. Die kann man gut gebrauchen, um Pella einzunehmen. Vor allem, weil Pella nicht mal stark besetzt ist. Auch geil. Oder wir bedrängen damit Syrakus. Wäre auch eine gute Sache. Gibt's Söldner. Ja, eine Bireme. Angriffsdiere. Okay. Ist der Bireme ja ziemlich ähnlich, glaube ich. Aber gut. Dann segeln wir mal los und wollen Syrakus belagern. Vielleicht können wir die vielleicht ein bisschen ablenken. Wir müssen uns ein wenig ausruhen. So. Und zwar eine weitere Artillerie-Creme dazu. So. Und trotzdem mal zwei Onagas bitte. Kann nicht schaden. Das ist zwar eine geringe Reichweite, aber wir machen mehr Schaden. Kann entscheidend sein in manchen Fällen. So. Okay. Beenden wir mal die Runde. Oh, auf die Fullstack von Sparta, da freue ich mich schon drauf, ey. Das wird eine geile Schlacht, Leute. Das wird eine richtig geile Schlacht. Mit den Römern wieder. Gegen Sparta. Ja. Das wird geil. Ich schlage hier gerade eine Schlacht nach der anderen, so kommt es mir vor. Wirklich jede Folge ist irgendein Gemetzel. Selbst letzte Folge, wo wir hart gefickt wurden. Hat noch ordentlich zu tun gehabt, ja. Wir haben viel gemetzelt gegen die ASTI. Anat, das heißt genau, nicht ASTI. Naja. So. Und Syrakus teilen sich auf. Blut und Erde. Ah, scheiße. Wie kann ich euch dienen? Schande. Oh, seine Geschichte irgendwann mit dem Messer steht außer Frage. Doch lässt sich der Berg von Leichen kaum noch verheimlichen. Verstecken wir ihn mal. So. 190. Ah, ich kann dich gar nicht befördern hier. Nein, Trajan! Geil! Unser Kaiser Trajan quasi. Cool.
Ich finde Gefallen an etwas Unfug. So. Militärsabotage erfolgreich, Armee ist behindert. Super. Ihr könnt wieder weitermachen hier mit eurem Scheiß. Die wollen es nicht rechtzeitig schaffen zu mir. Wie weit schaffst du es denn im Gewalt? Du schaffst es bis noch da mal ebenso locker. Dann lass mal dich marschieren, wa? Bist du wieder Supporter? Ich weiß nicht, was in Larisa ist. Schauen wir erstmal nach. Eine Mini-Armee, okay. Da muss ich keine Sorge haben. So. Ich werde jetzt nicht weiter rekrutieren mehr für diese Flotte. Das muss reichen. Mit wem hat ein Sparta alles Krieg eigentlich? Mit Karthago noch! Geil! Wow, Karthago hat mich lieb. Cool. Seltenes Phänomen. Das Volk von Karthago heißt ehrliche Männer und ehrliche Worte willkommen. Ja, super. Karthago mag Rom wieder. Ein bisschen die ganze Epirus-Geschichte. Es ist gut. Wenigstens handeln wir schon mal. Super. Nice Sache, ey. Das bringt Kohle. Das bringt Kohle wieder, Leute. Dann können wir sogar Syrakus gleich einnehmen mit der Flotte hier. Auch nice. Gut. Okay. Dann marschieren wir mal mit dir vor. Oder wir schauen mal kurz, was hier ist. Vielleicht ist da ja was. Sieht aber nicht so aus. Gut. Einmal bitte hier vormarschieren zum Fluss. Weil wir können auch einfach dabei bleiben. Ich erwarte eure Befehle. Sofort. Ich schaff's sowieso nicht eine Runde. Wir können immer noch zurück durch Gewaltmarsch. Dann können wir direkt zuschlagen. Aber jetzt schauen wir mal kurz rein, wie sieht es mit dem Regionsvorstand aus. Welche Provinz macht am meisten Kohle? Pannonien. Warum? Wegen deshalb. Okay, verstehe. Ordentlich. Habe ich Bauholz eigentlich schon bei mir im... Ne, habe ich noch nicht drin. Gut. Okay. Nächstes Mal wird Larisa angegriffen. Hier drüben haben wir noch eine Flotte übrigens. Die Sirenen des... Kennen wir doch schon. Nein, das sind zwei verschiedene. Okay. Gut. Nun gut. Nächste Runde geht's nach Larisa, ey. Und wenn nicht, kommt der Fullstack und möchte ich mit ein. Wird lustig. Beenden wir mal die Runde. Egal, was jetzt passieren wird. Das wird auf jeden Fall ein richtiges Gemetze werden in diesem Krieg. Habe Ares ein Opfer gebracht in der Hoffnung auf einen kurzen Krieg, obgleich ich mich danach sehne, euch leiden zu sehen. Warum denn? Abkommen mit Karthago. Das ist der Grund für den Krieg. Okay, Anatus, ihr werdet wieder sterben. Das ist jetzt hart, dass da so eine Armee durchmarschiert, mal eben schnell. Ob ich die irgendwie aufhalten kann? Krieg! Wir machen eure... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das war das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Deswegen habe ich überlegt gehabt, die Boja komplett platt zu machen. Aber es muss jetzt auch sein. Ich muss den Krieg jetzt gewinnen. Ach, du Scheiße. Leute, freut euch auf viel Action die nächsten Folgen, ja? Ja, der Angriff kommt. Okay, er greift meine gute Armee an. Das finde ich gut. Er hat nur Obliken bei. Ein paar Pikenierer. Hier wieder ein paar. Und de facto keine Kaff. Also haben wir den Kaff-Vorteil, Leute. Ja! Ja! Geil! Aber Sparta darf man echt nicht unterschätzen, was Infanterie betrifft. Die sind ordentlich. Die sind wirklich ordentlich, ey. Da fehlt jetzt trotzdem irgendwo auch die Support der Armee.
Wir haben Regen, okay. So, ihr seid die zwei. Befehl verstanden. Euch dahinter, bitte. Wie ihr Befehl. Zack. Okay, vorwärts. Wir rennen nicht. Das lohnt sich nämlich hier schon wieder. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, er rennt aber. Er bleibt jetzt stehen, nämlich an. Müssen wir rennen. Gut. Wenn wir ihn nur erwischen wollen, bevor er seine Armee verstärken kann, müssen wir zuerst da sein. Was hat er für Truppen hier? Speerträger. Und Peltasten. Und Steinschütterer. Offene Formation besser. So, ich will jetzt den bedrohen. Bedrängen. Dass er zurück moved. So. Die 1 wird auch gleich hier weiter vorsetzen. So, auch noch hier bitte. So. Weiter vor mit euch. So, einmal bitte jetzt hier wegplänkeln. Ja, es funktioniert. Rauf da. Super, Janice attackiert. Zurück mit dir. Nein, was machst du da? So, jetzt schauen wir uns den Truppfernkämpfer hier drüben. Los, Velites, überlebt das! Perfekt, du hast den Trupp! Reiner mit dir. Du machst den locker platt. Aua. Scheiße, verpennt. Oh, shit! Aua. Aua. So. Männer wanken. Rüber hier mit euch, bitte. Unser General wird angegriffen. Ihr könnt jetzt hier rüber mit euch. Rüber hier mit dir. Zack, los. Perfekt, der ist drin, ne? Du kannst jetzt hier nochmal kurz schnappen hier. Euch schon mal den Rest hier. Rüber hier, los. Ihr müsst weiter. Wir move jetzt euch rein hier. Ihr haltet wesentlich mehr aus gegen Speere. So, raus da. Raus da. Auf hier. Okay, es wird jetzt lustig, Leute. Raus hier mit dir, bitte. Ich hole meine Schwertkämpfer jetzt hier nämlich raus. Dadurch habe ich dann mehr Truppen für später. Scheiße! Raus hier mit euch. Wir zerschießen jetzt da drüben. Was haben wir da? Periodische Obliden. Perfekt. Raus hier mit dir, bitte. So, Kaff, wir brauchen euch jetzt. Perfekt, zerschießt den Gen. Brauche ich hier drüben noch. Was haben wir da, Perikische Obliten? Hier rein mit euch. Euch stellen wir jetzt hier auf. Nein! Scheiße! Wieder ein bisschen gepennt, ey. Super. Jetzt schießt hier weiter rein. Reiner mit euch, bitte.
Oh, fuck, ey. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, ist das Pinkaps-Trupp hier. Ist okay. Raus da mit dir. Du hast viel noch aufräumen können. Rest machen wir mit dem Willi-Test danach wieder. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du bist hier mit dir, ich brauche jetzt hier drüben noch. Raus mit dir! Unser General ist gefallen! Nein! Nicht Spurius! Wird schmerzhaft. Zu viel Fernkampf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh je. Damit verlieren wir unser ganzes Rückgrat danach. Und wir konnten hier drüben übrigens alles wegschrodern. Schrodern, genau. So. Du kannst mir noch weiter drauf schießen. Ich benutze jetzt noch weiter, um die Fernkämpfer hier zu jagen. Rauf damit ihr bitte. So, scheiße. Einmal schnell den Rücken rein hier bitte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die frecken wenigstens ordentlich. Hier, guckt euch das mal an. Er hat sehr herbe Verluste hinnehmen müssen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für meine zweite Armee. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Scheiße, ey. Gut, die Armee wird platt gemacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Da habe ich keine Chance mehr, aber er wird auf jeden Fall keinen zweiten Schlag mehr packen können. Das wird seine Armee ficken. Da hat er ja keine Chance mehr. Wir sehen auch noch, wie viele jetzt hier verrecken gerade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Sparta schlägt zurück. Sparta schlägt zurück, Leute. Oh je. Ich verliere die ganze Armee, ey. Fuck. Oh nein. Oh nein. Egal, meine zweite Armee wird dafür reichen, um ihn komplett platt zu machen dann. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So. Das ist ein schändlicher. Knappe Niederlage. 1300 Mann gekillt von ihm. Er hat noch trotzdem ziemlich viele periodische Obliten. Ich glaube, jetzt wird es auch langsam Zeit, Richtung Legionäre zu forschen. Jetzt kommen wir an den Punkt an, wo die Astarte nicht mehr reichen. Da brauche ich bessere Truppen. Aber ist okay, wie es bis jetzt lief. Ich bin zufrieden. So, die Armee ist fast down, nicht komplett. Die neue Aufbau wird ein bisschen dauern. Aber das kriegen wir noch hin. So. Agamemnon ist stolz, hat noch viele Truppen übrig, aber ziemlich angeschlagen. Und die Kaff ist tot, das ist gut. Der Fernkampf lebt leider noch. Reise abgeschlossen. So, jetzt greift er die wieder an hier. Die können wir noch reißen. Er ist da gerade ziemlich wagemutig. Alles, was wir jetzt töten, kommt später nicht mehr wieder. Das müssen wir aber bedenken, ja? Und ich meine, er hat jetzt da nicht gerade die besten Puppen gegen mich aufgestellt. Ich werde die Obliten nicht packen. Das ist fix. Aber ich könnte eventuell den Rest platt machen. So. Die Fernkämpfer und die Pikeniere, die sind alle noch drinnen. Befehl verstanden! So, spur mal vor. Er greift mich an, also muss er aus seiner Position raus. Ich move uns mal zurück nach hier hinten, dann haben wir eine gute Position. Egal, aussehen tut die Karte ja schon hier. Hä? So. Na los, du musst angreifen, Kumpel. Mm-hmm.
Meine Truppen sind nicht unbekannt. So, da ist der General, da sind die Pikeniere und da sind die Schwertringer und Steinschleuder. Ich werde meine Astarte benutzen, um seine Fernkämpfer zu jagen, wenn ich mich dann zeitgleich voll laut auf seine Pikeniere konzentriere und mit den Triari seinen General aufhalte. Ich hoffe, dass ich seine Pikeniere komplett weghauen kann, das wäre schon ultra nice. Weil der hat zumindest einen guten Trupp wieder verloren. Ich meine, der hat immer in Erfahrung 5, oder? Ne, Erfahrung 2, er hat 2 Flanken. 4 Flanken. 2 Erfahrung. Gut, aber trotzdem. Naja. So, die Steinschleuder werden von irgendwo da hinten schon schießen können. Deswegen alle meine Truppen in Schildkröter, bitte. Ich muss die Verluste ja nicht hinnehmen. So. Jetzt kommt er. Irgendwo muss er hier sein gerade. So. Tapfere Römer! Wir schaffen das! So viel Schaden zu machen wie nur möglich. Scheiße, aber echt mit dem Wetter hier gerade. Wenn ich ehrlich bin. So. Kommt was? Nö, noch nicht. Hm. Seine Pikeniere waren auf der Seite hier. Der lässt sich echt Zeit hier. Ich glaube, der marschiert auch nur. Mit Pikenphalanx an. Also nochmal langsamer. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Befehle! Bereit zum Einsatz! So. Rauf da. Mutige Römer bis zum letzten. Auf Information bitte. Rauf da bitte. So, schnappt's euch bitte. Perfekt. Super. Ich bin stolz auf euch. Ihr macht es so, wie ich wollte. Rüber hier mit euch. So, den Rest machen auch Schwertkämpfer so. Weiter aufhalten, bitte. Einmal hier drauf schmeißen, bitte. Wir können jetzt den General schreddern. So. Genau, rein da. Oh, sie drehen sich jetzt um. Raus da! Okay, ein Meter nach dort. Ihr schießt weiter hier drauf, bitte. Immerhin, die konnten wir jetzt aufhalten hier. Wir dürfen nicht vergessen, seine Spartaner verlieren deutlich an Truppen. Einmal neu aufstellen bitte, ich will nochmal für den letzten Rest ein bisschen mehr Schaden machen. So, super. Ihr seid dran. Perfekt. Perfekt, nochmal richtig schön reinballern hier. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du kämpfst jetzt, okay? Du noch nicht. Du hast den Kampf verkacken, sowas von. Oder? Das sieht gut aus sogar. Benite,
Du hast den Trupp jetzt immer ordentlich runter hier, geil. Super, bis der jetzt da ist, braucht es noch ein Weilchen. Das sind meine Prinkaps schon da, um nochmal hier zu helfen, ein bisschen. Geil! Lässt sich davon nochmal platt machen, ey. Cool. So, rein da bitte. Zack, nochmal alle rein da bitte. Das haut jetzt sowas von weg hier. 21 Mann noch gegen 66. So. So, der Jen ist gleich down. Die Männer wanken. Oh, es wird nicht mehr reichen. Hier auch nicht. Wo sie noch tapfer weiterkämpfen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, da, aber wir haben den Jen noch gekillt. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Der wird noch eine Niedermetzel der Trupp hier. Ist fast down. Der wird auch noch überleben. Er flieht noch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist geil, die kann nur weiter hinterher. Oh, das reicht mir jetzt auch. Ich meine, wir haben jetzt gerade wirklich nochmal eine Menge geschreddert von ihm. Wir haben fast den General gekillt. Ja, den General gekillt. Schade, dass wir den Trupp nicht mehr bekommen. Hätten wir noch bekommen, hätten wir die Pik noch kriegen können. Na, jetzt wird ein neuer Generalstrupp kommen, weil immerhin der die Armee hat einen Trupp noch verloren, das sind die Speerträger. Immerhin. Egal, wir müssen uns auf die Armee gar nicht so sehr konzentrieren. Wir werden danach mit unserer Support-Armee versuchen, die angeschlagene Hauptarmee zu schlagen. Das wird lustig. Oh, wir haben nochmal überlebt. Geil. Oh, Seekampf! Cool. Leute, das schlagen wir jetzt noch. Geil, geil, geil! Wenn das jetzt wirklich passiert und ich da durchkomme, kann ich Syrakus ohne Probleme einnehmen. Auch wirklich ohne Probleme. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Ich hoffe, dass ich die ganzen Fernkämpfer jetzt zuerst weghauen kann. Danach noch zum General vorzücken. So, erstmal für euch alle nur so beschießen, bitte. Zack. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen mit Seeschlachten geübt. Ich bin besser geworden, ein bisschen. Bin ich schon ganz stolz drauf. So, dich nach hier. Euch nach da. Und bleibst hier noch heute. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. So, ein Stück weiter noch vorwärts hier. Perfekt, wir sind genau auf der Seite, wo die Unterstützung... Shit. So. Bisschen vorwärts rücken hier bitte. Baller mal darauf. Du ballerst hier rauf. Die Schüsse fliegen jetzt. Ihr könnt jetzt darauf schießen, bitte. Ihr schießt mal jetzt hier rauf, bitte. So, er fokussiert jetzt hier meine Hämolien. So, und weiter hier. Die drei schießt jetzt bitte mal auf das Schiff hier. Mit Speed bitte rauf. Zack. Eines unserer Schiffe wird geentert. So, und rüber hier mit euch. Super, ihr habt das nochmal geschafft. Perfekt. Du haust mal hier ab, bitte. Die drei, ihr könnt jetzt hier drauf schießen. Oh, Steinschleuderer. Fuck.
Oh shit. Die Fernkämpfer sind auch ziemlich scheiße hier. So, rüber hier mit dir bitte. Schießt du jetzt hier drauf? Na toll, irgendwie ein bisschen so Vorführeffekt gerade, ey. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Fuck. Das ist ein schändlicher Angriff. Schießt immer noch auf mich weiter. Nein, wir haben eine weitere Quincreme verloren. Egal, wir haben die Flotte geteilt, das ist auch ganz gut. Schießt jetzt hier hinten drauf. Oh ja, wir verlieren die auch noch hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Shit! Rauf damit ihr bitte. Schießt da, geht da rauf, los! Peng, der ist weg. Nochmal bitte. Der ist weg, super. Rüber hier mit dir bitte. Eines unserer Schiffe wird geentert. Scheiße, verliere Onaga. Schieß die weg. So, die Piloten Steinschleuser sind die Hauptgefahr. Das ist ein schändlicher Angriff. Die haben so eine enorme Reichweite, ey. Ballert sie weg! Los! Unsere Männer ja, genau. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Mit einer mega Reichweite, ey. Unser General wird angegriffen. Hier drauf schießen, bitte. Du greifst mir hier an noch bei. Schnappst du die Plänklerkaff? Bitte haut das Schiff weg! Peng. Der Jan ist weg. Und? Ja! So. Sparta wird versenkt. Peng. Rauf damit mit euch. Der feindliche General ist tot. Ja. So, da hinten sind noch ein paar Flotten. Ein paar Schiffe. 3 neu formieren. 5 neu formieren. Was haben wir da hinten noch? Wir haben keine Steinschleuder mehr. Doch hier. Fuck. Vollen Fokus hier drauf, bitte. Dieses Schiff muss weg. Mit dir versuchen wir hier drüben diese... die Ehre wegzuhauen. Die sind nicht so stark, die halten nicht so viel aus. Wir könnten eigentlich extra Reben schon ordentlich Schaden machen. So. Wenn dieses Schiff weg ist, ey. 3 Kreuzer. Es kommt schon vorwärts mit euch. Ja, ihr trefft gut. Ja! Perfekt, das Schiff ist zerstört. Der Sieg ist unser. Perfekt. So, weiter mit dir hier. Wir gehen jetzt hier den schnappen. Perfekt. Und weg ist er. Jetzt noch den letzten. Ja, Syrakus gehört uns. Wuhu. Ja, geschafft. Geil.
Pyrrhus-Sieg, ja, das stimmt allerdings. Wenigstens ist kein Schiff von uns untergegangen, es sind nur geflohen. Da könnten also noch welche wiederkommen. Ich sag's so, diese Steinschleuder sind Gift. Wir sehen uns mal hier unten die Kills an. 169, das ist bitter. Also Steinschleuder auf See sind OP, definitiv. Allein wegen der Reichweite, weil kein Schiff hat so eine Reichweite im Fernkampf wie diese. Aber gut, wir haben die Flotte vernichtet. Geil. Wenigstens ein Sieg für uns heute noch. Scheiße, wir haben Artillerie-Schiff verloren. Ein Himolia und eine Kriegerim ist okay, gut. Er verlässt uns dort jetzt. Tja, also... Damit endet diese Woche extrem spannend, extrem offen. Sparta hat einen Sieg eingefahren, wir haben einen Sieg eingefahren. Die Boja greift uns an, die Helvetia... Die Ruhiger greift uns an, auch geil. Ich habe nicht genug Armeen, auch geil. Ja, Seemanöver sind fertig. Komm rein mit dir hier. Wie der hier durchgekommen ist einfach nur. Mit seiner Armee. Das frage ich mich gerade. Aber gut. So, den lösen wir auf hier. So. Scheiße, Lady Bayon gehört den jetzt auch. Karthago wird gefickt. Ja gut. Wir haben Krieg in Syrakus. Wir gehen jetzt hier mal in die Belagerung mit über. Der Elfe mit. Oh, die Garnisonsflotte ist auch stark. Gut, dass wir da sind. Zwei Hexeren, Alter. Ordentlich. Blockade wird aufgestellt. So. Okay, eine Armeeplatz haben wir wieder frei gerade. So, wir haben jetzt gerade mal den Frieden. Das finde ich ganz okay. Hauen wir ab hier. Kommandant. Und ich bringe mich nach da drüben hin. Die gehen mit Gewaltmarsch nach hier. Drück und hier ist nochmal schnell neue Truppen. So. Eine Balliste hätte ich gerne eigentlich, aber die kriegen wir nicht mehr. 1, 2, 3. 1, 2. So, jetzt wird in Richtung Kohortenorganisation geforscht. Die brauchen wir jetzt langsam. Da brauchen wir ein Weilchen für. So. Die Flotte schicken nach hier. Die Noika haben uns den Krieg erklärt. Und die Räder haben sich ihn angeschlossen? Nee, haben sie nicht. Auch die WZ nicht. Okay. Gut. Wie machen wir das jetzt? Ja, mehr habe ich aufgelöst. Ich kann jetzt nur eine neue bauen. Er schafft sowieso nicht bis nach Patavium. Und die Stadt ist zumindest... Naja, sie ist nicht gut genug geschätzt. Definitiv nicht. Bidamlos ist nicht so wichtig. Gebe ich hier eine Armee aus. Mit Triarii, bitte. Söldner gibt es wenigstens. Aber naja, mal abwarten. Gut, Leute. Es wird spannend. Wir haben gerade echt viel Krieg. Vielleicht geht er mit einem wieder Frieden machen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Oh, die sind gar nicht mal so abgeneigt. Ich werde zuhören. Ja! Nein, kann ich nicht sagen, denn Staatsgeschäfte und eine Schale bester Oliven erfordern meine Aufmerksamkeit. Geil. Ich stimme diesem zu. Auch Frieden mit Makedonien sichert uns erstmal ab. Ist, auf dieses Geschäft anzustoßen. Gut. Haben wir erstmal ein bisschen Sicherheit wieder. So, Karthago liebt uns ja richtig. Hatte ich auch noch nie gehabt, dass Rom und Karthago mal zusammengearbeitet haben, ey. Und ich einer von den beiden Partien war. Naja, cool. Fakt ist, wir können jetzt, unter diesem Umstand können wir sogar Magna Graecia unter unserem Banner vereinen. Was sehr gut ist. Naja. Die Armee kann noch austeilen, da können wir hier reingehen nach Larisa. Ist auch schon gut. Die Armee ist zu schwach, um einzunehmen. Okay. Dich bewegen wir hier rüber. Eine Menge Action, ey. Könnt
können jetzt gerade überall mit Angriffen rechnen von den Bojan und den Norikern. Deswegen hoffe ich mal, dass ich die Armee jetzt hier rüberziehen kann. Die Armee, die Siebensläfer. Und die schicken wir nach Norea und werden dort dann Norea einnehmen mit unserer Armee von Istros. Mit den Popo-Piraten. Dann haben wir hier erstmal was safe. Ein bisschen was. Wie sieht's bei Massilia aus? Kriegen wir auch nicht Angriffspakt? Seid willkommen, aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von der Wahrheit abweichen. Na gut. Leute, es reicht. Die Folge ist schon lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.